Das Boostern nimmt Fahrt auf. Ohne Schlange und deswegen recht schnell haben heute einige Duisburgerinnen und Duisburger Corona wieder den Kampf angesagt. Also ich arbeite in einer Schule und da die Situation ja gerade etwas brenzlig ist, habe ich mich entschieden, auch die dritte Impfung so schnell wie möglich zu machen, damit ich sicher bin und die Mitmenschen auch. Man möchte ja an dem täglichen Leben weiter teilnehmen, ne? Ich habe die ersten beiden geholt und jetzt die dritte, macht ja Sinn. Also ich glaube, wenn man sich einmal für die ersten beiden entschieden hat, was sinnvoll ist, dann wäre die dritte, warum soll man nicht? Ne? Aber nicht alle sind heute für die Boosterimpfung hier. Auch die eine oder andere Erstimpfung wird gespritzt. Gar nichts sehe ich positiv bei der ganzen Sache. Man muss und gut ist. Man wird nicht gefragt und fertig, weil sonst quäle ich meinen Arbeitsplatz. Andere sehen die Impfung als eine Chance, vor allem das Weihnachtsfest mit den Liebsten ohne Sorgen verbringen zu können. Wir sind ja ein Familienverbund und alle geimpft, selbst die Enkel. Und da habe ich also keine Bedenken, Weihnachten zu feiern. Ich glaube, letztes Jahr waren wir noch viel vorsichtiger, weil wir nichts wussten. Jetzt sind wir ja auch geimpft und wissen, dass es gibt die Tests. Und man fühlt sich, glaube ich, schon sicherer. Man ist immer noch vorsichtig, aber besser als letztes Jahr, würde ich sagen. Wir sind also durchgeimpft alle. Und dann ist das schon ein sicheres Gefühl. Man braucht das aber auch, finde ich. Ne? Experten warnen aber, sorglos ins Weihnachtsfest zu starten. Gerade die Omikron-Variante bereitet Sorgen. Wir beobachten mit großer Sorge die Länder, wo dieses Virus tatsächlich schon unterwegs ist. Es scheint noch ansteckender, deutlich ansteckender zu sein als die Delta-Variante. Und die zweimalige Impfung scheint nicht zu schützen. Die positive Nachricht aus den letzten Tagen, dass die Booster-Impfung, die dreifache Impfung, einen relativ guten Schutz bietet. Das heißt, wir müssen boostern bis Weihnachten, bis Beginn des Neujahres, damit irgendwie ein Grundschutz da ist und damit wir dieses hoch ansteckende Virus auch in den Griff kriegen. Die Virusvariante bereitet also weiter Sorgen. Mit Vorsicht und im kleinen Kreis wollen viele Duisburger dieses Jahr dennoch Weihnachten feiern. Der Boosterimpfung sei Dank. Viel Unruhe rund um Omikron. Das neuartige Virus macht Angst zur Sorge. Ob die Virusvariante auch zu einem größeren Andrang beim Impfen führt, darüber spreche ich jetzt mit Ahmad Mujtaba Mustaqim. Er ist Neurologe und impft seit ein paar Wochen Menschen im Ibis-Hotel am Hauptbahnhof. Herzlich willkommen. Guten Tag, danke schön. Ja, Herr Mustaqim, wie viel Sorge löst auch diese neuartige Virusvariante Omikron in Ihnen persönlich aus? Die neuartige Virusvariante ist im Moment die Sorge von mir und all meinen Impflingen. Die treibt unsere Arbeit voran und das ist letztendlich ein Angebot, was auch aufgrund der neuartigen Variante gut angenommen wird. Wie erleben Sie, vielleicht können Sie uns da mal ein Stück weit mitnehmen, wie erleben Sie zurzeit im Moment diese Zeit? Wie viele Menschen kommen denn auch bei Ihnen dann zum Impfen? Es ist momentan eine starke Unsicherheit bei den Leuten. Das schlägt sich auch in den Zahlen wieder. Das heißt, wir haben dynamische Zahlen. Wir haben einige Tage, wo es mehr ist, andere Tage, wo es weniger ist. Wir haben hunderte Impfungen am Tag. Und es ist so, dass die Leute auch vor allem wegen des Omikrons und der Delta-Variante Nachfragen haben und sich bestmöglich wappnen wollen. Also man könnte schon sagen, es ist dann auch viel Betrieb bei Ihnen. Es ist viel Betrieb. Den Betrieb schaffen wir. Wir haben gutes Personal. Wir haben ein eingespieltes Team. Und wir sind glücklich über jeden, der kommt und auch sich und seine Mitmenschen durch die Impfung schützt. Und was für Menschen kommen dann da? Oder beziehungsweise wie lassen die sich impfen? Sind das Erstimpfungen, Zweitimpfungen oder doch größtenteils die Boosterimpfungen? Momentan ist es so, dass der größte Teil in der Tat die Boosterimpfungen sind. Das heißt, die Impflinge, die auch vorher vorbildlich die Impfungen durchgeführt haben, sind jetzt auch diejenigen, die sich boostern lassen wollen. Allerdings muss ich sagen, wir sehen eine Tendenz, dass durch 2G+ und weiteren Einschränkungen im Alltag die Erstimpflinge deutlich zunehmen. In der vergangenen Woche wurde viel darüber auch gesprochen und diskutiert, ab wann geboostert werden darf. Nach welcher Regel gehen Sie denn da? Also es gibt eine Impfverordnung des Bundesgesundheitsministeriums, die besagt, dass jeder Deutsche oder in Deutschland Lebende sich boostern lassen kann. Inhaltlich geht es nicht auf den Abstand und auf das Alter, wird da nicht eingegangen. Wir halten uns da an die STIKO und boostern nach 6 Monaten, in Einzelfällen auch nach 5 Monaten, eventuell auch früher. Das liegt dann letztendlich im ärztlichen Ermessen und wir müssen dann eine Einzelfallentscheidung gegebenenfalls machen.
Am Montag gab es da auch eine Verordnung der Landesregierung, wo auch schwer Immunerkrankte bereits nach 4 Monaten geboostert werden können. Nach 4 Wochen, meinst du? Vier Wochen, Entschuldigung. Genau. Ja, und das war nämlich auch dieser Faktor, der sehr viele Menschen verwirrt hat. Denn da dachte eine kurze Zeit jeder, man könnte sich auch schon nach 4 Wochen boostern lassen. Ist richtig. Die Anfrage und die Verwirrung haben wir auch gespürt und mitbekommen. Es werden sehr viele Anfragen gestellt, ob die nach 4 Wochen kommen können. Telefonisch können wir das nicht beantworten. Wir bitten dann einfach um ein Gespräch vor Ort und ein ärztliches, aufklärendes Gespräch und bearbeiten dann den Fall nach medizinischen Gesichtspunkten. Mhm. Bei der Boosterimpfung wird auch viel darüber gesprochen, ja, mit welchem Impfstoff dann geboostert werden soll. Wie lösen Sie das? Wir halten uns da eigentlich strikt an die STIKO. Ja, also Menschen unter 30 Jahren werden nach Verfügbarkeit und Möglichkeit mit BioNTech geboostert und über 30 nach Verfügbarkeit mit dem letzten Impfstoff, den sie zuletzt, also den zweiten Impfstoff, den sie bekommen haben zur Grundimmunisierung. Mhm. Moderna oder BioNTech, das sind die beiden Impfstoffe, die für die Boosterung momentan zugelassen sind. Mhm. Ich habe es eingangs schon erwähnt, wo Ihr Impfzentrum liegt, und zwar ja im Ibis-Hotel am Hauptbahnhof. Ja, wie kamen Sie überhaupt auf die Idee, Ihre Impfbasis quasi da einzurichten? Also ehrlich gesagt frage ich mich, wieso man nicht früher darauf gekommen ist. Ich war am Bahnhof und habe die unglaublich lange Schlange und die Wartezeiten der Menschen gesehen vor den Impfcontainern der Stadt. Die haben bei Regen und bei Kälte gewartet und 2 bis 3 Stunden Wartezeit. Das heißt, die Logistik hat einfach den Andrang nicht mehr aufgefangen. Und zu Zeiten von Corona sind Veranstaltungen und Hotelbuchungen schwierig. Das heißt, die Hotels leiden stark darunter. Und es ist letztendlich nur ein Steinwurf entfernt. Die haben die Räumlichkeiten. Und dann habe ich letztendlich nur 1 und 1 zusammengefügt und die Praxis da eröffnet und dem Abhilfe geschaffen. Die Menschen sind glücklich und nehmen das an. Und jetzt haben Sie noch ein weiteres Programm quasi geplant. Und zwar wollen Sie über die Feiertage, über Weihnachten ja quasi nonstop impfen. Meinen Sie, das wird überhaupt auch angenommen bei den Leuten? Ich hoffe. Also ich habe das mit meinem Team erstens diskutiert und besprochen und die Bereitschaft war da. Wir haben uns letztendlich aufgrund mehrerer Faktoren dazu breitgeschlagen lassen und beziehungsweise angeboten. Zum einen haben wir gedacht, dass Weihnachten ein ganz besonderes Fest ist. Das heißt, zu Weihnachten trifft man sich mit Freunden, mit Familien, mit den Ängsten und bespricht auch wichtige Themen, die einen bewegen. In Corona-Zeiten zu Omikron, Delta, steigende Infektionszahlen wird das Thema Corona mit Sicherheit im Familienkreis besprochen werden. Und da haben wir angesetzt. Wir denken, dass gerade wenn über die Feiertage Menschen zusammenkommen und Menschen das besprechen, was sie bewegt, dass auch mögliche Impfgegner, mich muss auch nicht ein Impfgegner sein, sondern Leute, die sich bis jetzt nicht haben impfen lassen, dazu bewegt werden können, im Freundeskreis, im Familienkreis eine Impfung abzuholen. Und um diesen Moment nicht zu verpassen, das heißt, dieser Moment, wo jemand überzeugt, vielleicht auch nur überredet worden ist, den Moment wollen wir nicht verpassen und sagen, unsere Tore stehen dann offen und wir können dann einfach in die Praxis umsetzen und eine Impfung durchführen. Ein guter Gedanke, wie ich finde. Aber zusätzlich zu der Impfung reicht es wahrscheinlich nicht aus über die Feiertage, sondern man müsste dann sich auch noch an weitere Regeln halten, an die klassischen Aha-Regeln wahrscheinlich. Richtig, also Abstand halten, sicher. Das Fest soll gefeiert werden. Das haben wir uns alle verdient nach den schweren Zeiten und mit angemessenem Abstand und Sicherheit. Also hier auch nochmal der Appell, lassen Sie sich impfen. Ich bedanke mich bei Ihnen für das Gespräch. Ahmad Mujtaba Mostakim. Vielen Dank. Vielen Dank auch.